Heute beginnen wir den Sommerkurs. Mindestens haben wir eine Klimaanlage hier, Gott sei Dank. Und wir werden in den nächsten 6 Wochen definitiv viele neue Dinge lernen. Ganz viele neue Dinge. Nicht nur neu für die Menschen, die anwesend sind, auch Menschen, die haben Tora gelernt, viele Jahre. Der Kurs ist wirklich ein tiefen Kurs, der nimmt einen tiefen Blick in die Welt der Talmud, aber nicht in die normalen Welt. Wir haben hier mal gelernt Talmud. Die Talmud, die wir lernen, normalerweise handelt um Gesetze, um Analyse und so weiter. Ab und zu sieht man in die Talmud auch Erzählungen. Manche Erzählungen sind nachvollziehbar, manche Erzählungen sind kuriosen, was erscheint als merkwürdige Erzählungen. Heute werden wir überhaupt dieses Thema besprechen. Wir werden einige Beispiele lernen und auch sehen, wie die Erzählungen haben einen tiefen, sehr interessanten Einblick und Lehre für das Leben. Lass uns vielleicht ein kurzes Übersicht erstmal zeigen, was wir werden in den nächsten 6 Wochen machen. Immer mittwochs, mit einer Ausnahme. Nächste Woche ist eine Ausnahme, wird sein Dienstag. Eine Ausnahme. Nächste Woche wird sein Dienstag, aber sonst immer mittwochs, immer die gleiche Zeit, immer 19.30 Uhr, die nächsten 6 Wochen. Nächste Woche. Lass uns beginnen. So, in den nächsten Wochen, wir werden aus der kuriosen Erzählung aus dem Talmud eine Übersicht. Heute werden wir lernen über gigantische Wellen, Fischen und Leichen und was die im Judentum oder in unser Leben auch für einen ganz interessanten, einen ganz spannenden Thema, wenn wir heute sprechen, die Wahl, die Geschichte der Wahl sozusagen. Nächste Woche werden wir auch über die Anthropomorphismus in Judentum und wie die Kunst der Menschen und Tiere und die Verbindung zwischen die. Weiterhin werden wir in 14 Tagen die rechtfertigen, die gottesdienstlichen Könige, die jüdische Sichtweise auf Fehler und Scheitern und wie man damit umgeht. Und dann werden wir über eine Geschichte, über einen kaputten Müllstein und die theologischen Debatte diskutieren. Nachher werden wir über die Zusammenstoß zwischen pragmatisch sein und Idealisten zu sein. Und dann werden wir über die Eintrittskarte zum Paradies. Ganz verschiedene Themen, ganz tiefen Themen, ganz anders als alles, was wir bis jetzt gelernt haben, werden wir machen. Lass uns beginnen mit heute. Wir kennen den Talmud als ein Buch der Gesetze, der Analyse, der Ethik. Aber in Wirklichkeit, heute werden wir lernen, wir werden 3 Geschichten aus der Talmud nehmen, wir werden die analysieren, wir werden versuchen zu verstehen, ob überhaupt es gab, oder ist es jetzt nur als einen, in dem Judentum gibt es nicht typischen Märchen, wie man sagt, in anderen Religionen, aber was ist es überhaupt, hat es eine Bedeutung auf war es ein Fakt, ist Wahrheit ein Fakt, ist Fakt eine Wahrheit, und wir werden die Geschichten auch analysieren. Und was meinen wir mit kuriosen Teilen aus der Talmud? In allgemein, wir wissen, der Talmud in allgemein spricht über, nimmt einen Teil der Torah und versucht zu analysieren, versucht Fragen zu stellen, versucht zu forschen. Die Torah sagt, ist Matzah und Pesach? Wann, wie, woher, warum, weshalb? Das ist Talmud. Torah sagt, halt Shabbat. Wie, wo, wann, warum muss man Shabbat so machen, das ist alles Talmud. Aber es gibt einen Teil der Talmud, der heißt Agadah. Die Agadah sind die Edelsteine der Talmud. Die Agadah sind manchmal Geschichten, die erscheinen als komisch. Aber die Agadah hat viele Weisheiten drin. Wir werden die kuriosen Erzählungen aus der Talmud handeln um die Agadah in der Talmud. Zum Beispiel, hier sind einige Dinge, was man in die Talmud Agadah-Teil lernen wird. Über Anekdoten werden wir lernen. Es gibt ethische Lehren in den Geschichten der Talmud. Es gibt auch Volksweisheiten, die man häufig in diese Agadata der Talmud lernen kann. Es gibt medizinische Hinweise häufig. Es gibt Medizin nach dem Talmud und nach Maimonides. Es gibt Ratschläge auch für geschäftliche Leben, wirtschaftliche Leben. In der Talmud findet man auch religiöse Angelegenheiten. Und in der Talmud findet man Sprichwörter
in die Agada und theologische Diskussion. Das sind verschiedene Teile der Talmud. Lass uns das weiter. Lass uns ganz anfangen. Dann erstmal die Geschichten erstmal lesen, wie die sind. Und dann werden wir beginnen, überhaupt zu forschen, zu verstehen, was überhaupt bedeutet ist. Und muss es sein, dass die Geschichte hat überhaupt passiert? Oder ist es vielleicht nur eine Parabel? Ist es vielleicht nur eine Idee, ein Metaphor? Lass uns erstmal die Geschichten zeigen. Auf Seite 2 in unserem Buch, da machen Sie auf. Hier haben wir einfach drei Geschichten, Kommentare. Lass uns erstmal die Geschichten mit Talmud Baba Batra von Rabbi Baba Chana erzählt uns. Geschichte 1. Ja, wer möchte lesen? Kurt, lass uns beginnen. Seefahrer haben mir erzählt, eine Welle, die ein Schiff versenken kann, komme mit einem Saum aus weißem Feuer auf ihren Kamm. Die Welle verebbt, wenn man sie mit einer Keule schlägt, auf der eingravierten steht. Ihr sollt sein, wie ich sein soll. Gott, der Herr, der Heerscharen. Amen, Amen, Sieg. Ganz merkwürdig. Die Seeleute sagen, jede Welle hat einen, jede Welle hat einen weißen Rand. Und die Welle, die das Schiff versenkt im Wasser, ist die Welle mit dem weißen Rand. Was kann man machen, um die Welle zu stoppen, Adam? Die Welle flaut ab, wenn man ihr ein Knüppel draufhaut, auf welchen Eingriff wir sind, Gottes Namen. Und zwar, ich, Gottes Namen, die sagt, ich werde da sein, was ich sein werde, und Gottes Namen, dass Gott die Herr ist, Amen. Ganz, ganz komische eigentlich in Erscheinung. Eine Geschichte, welche Welle kann die Schiffe versenken? Die Welle wird von dem weißen Rand versenkt. Macht das überhaupt Sinn? Und wozu brauche ich das Wissen? Und wenn wir das stoppen, sammeln wirklich diese Keule, wo Gottes Name drauf ist. Die erste Mal, ich habe dieses Stück Talmud gelesen, habe ich einfach nicht verstanden. Lass uns die zweite. Aber nachher, wenn Sie gehen nach Hause heute Abend, werden Sie einen ganz anderen Blick haben. Zweite Geschichte. Einfach weiterlesen. Weiter, bitte. Eins sind wir mit dem Schiff gereist und sahen einen Fisch, dessen Rücken mit Sand bedeckt war, woraus Gas wuchs. Da wir dachten, es sei eine Insel, stiegen wir ab und backten und kochten auf ihm. Als der Rücken des Fisches heiß wurde vom Feuer, drehte er sich um. Wäre unser Schiff nicht in der Nähe gewesen, wären wir ertrunken. Es war ausgesehen. Hier sehen Sie eine kleine Insel, aber in Wirklichkeit war es der Rücken ein Fisch. Bitte, unglaublich. Wer hat gedacht, dass es überhaupt in der Talmud? Wozu brauchen wir das überhaupt? Und könnte das überhaupt passieren? Und wenn ja, ist das uns egal. Und was überhaupt die Sinn der Sache? Und schließlich noch eine Geschichte, die eigentlich erscheint, auch als merkwürdige Geschichte 3, vielleicht lesen Sie auch. Einst reisten wir durch eine Wüste, begleitet von einem arabischen Händler. Er sagte zu mir, komm mit und ich zeige dir die Toten der Wildnis. Ich ging und sah sie. Sie sahen aus, als seien sie betrunken, denn sie lagen auf ihrem Rücken. Das Knie von einem von ihnen war erhoben und der Händler ritt unter ihm hindurch und mit seinem Kamel. Mit seinem erhobenen Speer, dennoch berührte er es nicht. Ich schnitt die Ecke der Zizit von einem von ihnen ab und siehe da, wir konnten nicht weitergehen. Der Händler sagte zu mir, wenn du zufällig etwas von ihnen genommen hast, bring es zurück. Unsere Tradition besagt, dass einer, der etwas von ihnen genommen hat, nicht weggehen kann. Ich ging und brachte es zurück und wir konnten weitergehen. Also, extrem merkwürdig in Erscheinung. Und etwas, was wir gar nicht verstehen können. Insbesondere, dass die Talmud hat einen ganz anderen Zweck. Was ist der Zweck der Talmud? Text 1, lese bitte. Sascha. Von Rabbi Steinsaltz, ein großer Talmudist, einer der größten Talmudisten im letzten Jahrhundert, einer der großen, die heute noch lebendige Talmudisten der Welt, die selber einen Kommentar auf die Talmud geschrieben hat.
Wenn die Bibel der Grundstein des Judentums ist, dann ist der Talmud die zentrale Säule, welche von dem Fundament aufsteigt und das gesamte spirituelle und intellektuelle Gebäude stützt. Der Talmud ist auf vielfältige Weise das wichtigste Buch in der jüdischen Kultur, der tragende Teil seiner Kreativität und des Lebens der Nation. Kein anderes Werk hatte einen vergleichbaren Einfluss auf die Theorie und die Praxis des jüdischen Lebens gehabt. Obwohl es auf den Prinzipien der Tradition und der Weitergabe der autoritären Meinung von Generation zu Generation basiert ist, ist es einmalig in seinem Eifer, die Grundsätze zu hinterfragen und neu zu prüfen, Meinungen anzunehmen und die eigentlichen Ursachen aufzuspüren. So, wenn das so ist, dieser Talmud hat diese kuriose Zeilen. Und wir wissen, bei Islam gibt es tatsächlich Sinabad, der, und es gibt den bei Inder, die Indien, die Raimana, und es gibt bei den Griechen, der Ilar, es gibt viele Märchen und viele Kulturen, die eigentlich die Menschen, die reisen durch die Wüste oder durch den Ozean und treffen großen Seemonster und so weiter und so weiter. Aber im Judentum kann es sein, natürlich nicht. Wie kann solche weise, große, kluge Rabbiner, die diskutieren die tiefsten Themen und Geschichten erzählen, die auch erscheinen als merkwürdigen Geschichten? Und wenn das so ist, warum könnte man die alle nicht in einem Buch nehmen, ein extra Buch machen? Warum sind sie überall verteilt in den ganzen Talmud? Was ist der Sinn der Sache? Tatsächlich, diesen Geschichten haben gedient viele Antisemiten in unserer Geschichte als eine Quelle von Gegenwind gegen Juden. Sie haben gesagt, die Juden, man hat die Talmud verbrannt, auch hier in Berlin. Hier am Alexanderplatz, vor 360 Jahren, haben wir die Talmud verbrannt hier. Warum? Haben wir gesagt, das ist Wahnsinn. Tatsächlich, der König von Portugal, einmal war in diesem großen Debatte zwischen der jüdischen Rabbiner und den katholischen Priester. Und der jüdische Rabbiner hat viel kluger und mit mehr Weisheit gesprochen. Und plötzlich der König sagte, aber wir wissen, was sie geschrieben haben in der Talmud. So hat König Alfonso V. von Portugal reagiert. Wenn der jüdische Rabbiner von Portugal gesiegt hat in der Debatte von Portugal, vielleicht wirst du lesen, Text 2. Der König sagte, es gibt Widerlegungen für all deine Argumente. Ich komme später dazu. Doch zuerst muss ich sagen, dass ihr alle mit Recht als Verdreher von Tatsachen einzuschätzen seid, weil es der Brauch in eurer Nation ist, falsche und bedeutungslose Aussagen zu machen. Zum Beispiel habe ich einmal im Laufe einer Debatte gehört, dass euer Talmud von einem gigantischen Frosch spricht, so groß wie 60 Häuser. Der Frosch wurde von einem Meeresungeheuer verschlungen, das danach von einem Raben verschluckt wurde, welche dann auf einen Baumzweig hüpfte. Das ist eine klare und erwiesene Lüge. Weiter sagt euer Talmud, dass einst eine Axt in den Ozean fiel und 7 Jahre lang herabsank und sie noch immer nicht auf Grund aufgetroffen ist. Welcher Mensch war nun in der Lage dazu, in die Tiefen des Ozeans zu schauen und festzustellen, ob sie auf dem Boden gelangen ist oder nicht. Des Weiteren sagt euer Talmud, dass ein jüdischer Weise die tobenden Wellen des Meeres sah und dass die Distanz zwischen der einen Welle und der anderen 400 Fasern war. Das ist ein Märchen. Das ganze Meer misst keine Distanz von 400 Fasern. So, wir müssen verstehen, Herr. Wir müssen verstehen, wenn alles so ist, könnten die intelligenten talmudischen Weisen, die alles hinterfragten, glauben, dass diese Erzählungen sachlich sind? Kann man das überhaupt feststellen? Und zweitens, warum haben sie solche Geschichten der Talmud neben komplexen rechtlichen Diskussionen platziert? Warum können sie die nicht extra? Warum sind die überhaupt da? So, vor dem, was wir werden, beginnen zu erklären, die Geschichten, wir wollen erstmal dem jüdischen Zugang überhaupt zu geben zu der Tora und wie man umgehen soll mit diesen Attacken, wie wir waren attackiert. Wie sollten wir verstehen,
die Geschichten und was überhaupt ist die Bedeutung. Und wenn sie eine Bedeutung haben, warum müssen sie in so versteckten Geschichten kommen? Warum können wir nicht das einfach hören? Das werden wir alles jetzt diskutieren in die nächste Stunde, mehr als Stunde, die wir haben. Vor dem, was wir beginnen, ich will euch einfach zwei Statements zeigen. Wir werden die nicht diskutieren. Eine, die berühmte Statement von Shakespeare, die sagte, die ganze Welt ist eine Bühne. Und all die Männer und Frauen sind einfach nur Schauspieler. Sie haben ihre Auftritte und ihre Abgänge. Das Zweite hat Benjamin Franklin gesagt, Zeit ist Geld, Time ist Money. Das wissen wir alle sehr zu schätzen, Time ist Money. Halt bitte die zwei Dinge im Kopf. In seinem Kommentar zu dem Mishnah Maimonides, einer der größten Philosophen der Welt, sagte, es gibt drei Verhaltensweisen bezüglich Geschichten in der Talmud oder Geschichten im Judentum, die man nicht nachvollziehen kann. Maimonides sagt uns, in Text 3a, Seite 6, ja, wer möchte das? Die Worte der Weisen, gesegneten Andenkens, werden von drei Gruppen von Menschen unterschiedlich ausgelegt. Die erste Gruppe akzeptiert die Lehren in ihrem einfachen wörtlichen Sinne und meint nicht, dass sie irgendeine versteckte Botschaft in sich haben. Sie glauben, dass alle Arten von Unmöglichkeiten nicht nur möglich, sondern absolute Unvermeidbarkeiten seien. Den Mitgliedern dieser Gruppe mangelt es an Weisheit. Ihre Dummheit kann man nur bemitleiden. Ihre Mühen und die Absicht, die Weisen zu ehren und zu verherrlichen, beleidigen diese in Wirklichkeit. So wahr wie Gott ist, zerstört diese Gruppe die Herrlichkeit der Tora und schmälert dessen Licht, denn ihre Mitglieder interpretieren die Worte der Tora Gottes gegensätzlich von dessen Bedeutung. Denn er sagte in seiner vollkommenen Tora, dass die Tora wird eure Weisheit und eure Intelligenz den Nationen vor Augen führen, die all diese Weisungen hören und sagen werden. Diese große Nation ist in der Tat weise und intelligent. Doch diese Gruppe erläutert die Lehren unserer Weisen auf eine Art, die der Nationen, welche sie hören, dazu bringt, zu sagen, diese unterlegene Nation ist tatsächlich närrisch und unwürdig. Die zweite Gruppe besteht aus Menschen, welche die Worte der Weisen, nachdem sie diese gelesen haben, in ihrem einfachen wörtlichen Sinne verstehen und glauben, dass die Weisen nichts anderes beabsichtigt hatten als diese wörtliche Bedeutung. Dann erklären sie die Weisen zu Narren, verachten sie und belästern das, was es nicht verdient, belästert zu werden. Das ist eine verfluchte Gruppe, denn sie versucht, Menschen von gefestigter Größe herauszufordern, erhobene Weise, dessen Weisheit begründet ist durch die Augen der Weisen. Die erste Gruppe ist sehr, sehr einfach, sehr oberflächlich, aber herauf. Die erste Gruppe sagt, sie glauben, dass Unmöglichkeiten Unvermeidlichkeiten sind. Sie sind sehr oberflächlich. Sie sagen, wir schauen, es gibt keine Tiefe in der Sache. Ganz überschaulich, ganz einfach, ganz oberflächlich. Die zweite Gruppe ist motiviert bei Egoismus, die denkt, dass sie einfach weise und kluge sind, als die Weisen von Judentum. Und sie haben natürlich nicht die richtige Zugang. Aber die dritte Gruppe, die sind die Weisen. Was sagen die weiter? Drei Bitte. Es gibt eine dritte Gruppe. Ihre Mitglieder sind diejenigen, welchen die Größe unserer Weisen klar ist. Sie erkennen die Überlegenheit der Intelligenz der Weisen in dem Ausmaß ihrer Lehren, die äußerst tiefgründige Wahrheiten aufzeigen. Es ist klar für sie, dass die Worte der Weisen beides beinhalten, eine offensichtliche und eine verborgene Bedeutung. Demnach war, wann auch immer, die Weisen von Dingen sprachen, die unmöglich zu sein scheinen, dann waren sie dabei, den Stil des Rätsels und der Parabel anzuwenden, was ein Vorgehen von wahrlich großen Denkern ist.
Wenn du zu der dritten Gruppe gehörst und wenn du einer Lehre begegnest, die der Vernunft widerspricht, wirst du Halt machen, darüber nachdenken und verstehen, dass das ein Rätsel oder eine Parabel sein muss. Du wirst mir mit Bange versuchen, dessen Logik und Ausdruck zu verstehen, so dass du dessen intellektuellen Hintergedanken und dessen aufrichtige Wahrheit entdeckst. Rambam sagt uns, es gibt Teile von dem Talmud, die haben ein tiefe, sieht aus wie ein Rätsel, aber hat eine tiefe Botschaft. Eine tiefe Botschaft fürs Leben. Und natürlich, wenn die Tora sagt, es kein Schwein ist, dann ist es so zu verstehen, es kein Schwein ist. Alles, was es gibt in der Tora, ist gemeint, wie es gesagt ist. Nicht nur die Gesetze, auch die Geschichten. Wenn Gott sagte, ich habe die Meer gespalten, hat er die Meer gespalten. Alles ist genau, wie es interessiert. In der Talmud aber, wenn es gibt Geschichten, und so sagt uns Maimonides, auch Nachmonides, auch der Rival, wenn es gibt Geschichten, die erscheinen als sinnlos, das ist nicht sinnlos. Vielleicht kann passieren, vielleicht kann sein, dass die Geschichten hat nie passiert physisch. Aber die Lehre der Geschichten sind sehr tief. Warum werden die Geschichten in ein Rätsel präsentiert? Das werden wir später lernen. Das werden wir später sehen. Es gibt einen Grund dafür. Aber erstmal, alles, was in der Tora ist, ist klipp und klar passiert. Alle Gesetze, alle Geschichten. Alles, was in Talmud ist, da muss man schauen. Wenn es etwas, die Sinn macht, die uns beibringt etwas, die erzählt, die war als Fakt, ist eine Sache. Aber wenn es wie eine Reihe in die Agada, eine Reihe von Geschichten, die eigentlich in Erscheinung sinnlos ist, in Wirklichkeit, wir müssen wissen, hier liegt eine tiefe ethische Anweisung. Was die sind, werden wir gleich lernen. Aber erstmal, das ist die Guck, das so schaut man auf den. Man schaut auf die Geschichte und man sagt, was ist hier drin? Es steht, Gott ist wie ein Feuer. Es steht, Gott ist ein Feuer, Eish Euchlo. Gott ist ein Feuer, das ist kein Feuer. Es steht, Chava, Eva, die erste Frau war genannt Eva, weil sie war die Mutter von allen Lebenswesen. Sie war die Mutter von allen Menschen, aber sie war nicht die Mutter von den Dolphins, sondern nicht von den Löwen. Trotzdem heißt sie Mutter von allen Lebenswesen, weil sie die Anweisung gegeben hat. Geschichten in der Talmud, sagt unser Rambam, die in Erscheinung sinnlos sind, haben eine tiefe Bedeutung. Und so muss man auch das anschauen. Wenn es ein historischer Fakt ist, ist eine Sache. Aber wenn es kommt, um was ein Lehrer beizubringen, so müssen wir forschen. Wenn wir lernen in der Talmud, wir müssen schauen, was ist hier die Botschaft? Was wird hier gemeint? Und so ist die richtige Kunst. Und das ist wirklich, was der Rambam sagt. Lass uns das zusammenfassen, bevor wir einsteigen in die Thema selber. In Text 3c von Frau Peters, Frau Simi Peters aus Israel, die hat ein sehr populäres Seminar für Frauen in Jerusalem und sie bringt es, sie fasst es so zusammen. 3c, ja? Tatsächlich ließe sich Rambams Beschreibung der Diskussionsmethoden der Hasal umformulieren als eine Spannung zwischen der Wahrheit und der Tatsächlichkeit. Wenn die Menschen über ein Midrasch fragen, ist das wahr, meinen sie meistens, ist das wirklich passiert. Die Unfähigkeit, zwischen diesen zwei Fragen zu differenzieren, spiegelt die Verwirrung wider bezüglich des Unterschiedes zwischen der Wahrheit und einer Tatsache. Tatsachen sind ausnahmslos wahr, aber können gut vollkommen unbedeutend sein. Wahrheiten sind nicht immer auf Tatsachen begründet, doch bleiben sie nichtsdestotrotz Wahrheiten. So ist die Aussage, alles auf der Welt ist entweder blau oder nicht blau, eine Tatsache, mangelt aber jeglicher Signifikanz. Andererseits beinhaltet die Parabel von Rabbi Akiva über den Fisch und den Fuchs eine tiefe Wahrheit, obwohl sie tatsächlich nie passiert ist. Die Parabel mit dem Fisch und dem Fuchs ist die Mensch, die wollte Tora nicht lernen, weil damals die Römer haben die Juden bedroht, die Tora lernen werden getötet. Und Rabbi Akiva hat ein großes Fest, ein großes Stadion gemietet und 22.000 junge Leute gesammelt. Und dann ein Mensch hat gesagt, wie kannst du es machen? Sagt Rabbi Akiva, hast du gehört über die Fisch und die Fuchs? Die Fuchs hat gekommen zu den Fischen und gesagt, warum schwimmst du so schnell? Und die Fisch sagt, ich habe Angst, das soll man nicht rausnehmen vom Mittagessen. Sagt die Fuchs, komm zu mir, pass auf, ich pass auf dir. Sagt der Fuchs, ein Fuchs bist du, aber dumm bin ich nicht. Solange ich bin in die Wasser, kann ich noch leben. Aber ich gehe raus von die Wasser, sterbe ich.
und die Fisch ist wie die Juden und die Wasser ist wie die Tora, die Tradition. Und die Fische sind wie unsere Feinde und die Fuchs ist hier drin. Und die Fuchs sagt zu uns, warum schwimmt er so schnell in die Wasser? Geh raus von die Wasser, geh raus von die Tradition. Komm zu mir, sagt der Welt, sagt der bösen Trieb. Wer assimiliert und dann hast du kein Problem mehr. Dann gibt es keinen Antisemitismus mehr. Sagen wir, Fuchs, ein Fuchs bist du. Aber solange wir sind in dem Wasser, können wir noch leben. Wenn wir in die Tora sind, mit Judentum sind wir noch da. Aber wenn wir weg sind, wenn wir assimiliert sind, sind wir nicht mehr da. Das ist die Wahrheit. Ob es passiert hat oder nicht, ist nicht wichtig. Die Tatsache ist manchmal bedeutungslos. Die Wahrheit ist die tiefe Bedeutung der Sache. Und in diesem Sinne, was wir eben gelernt haben, jemand sagt, stimmt das? Aber ist es wirklich geschehen? Tatsache und Wahrheit sind nicht immer die gleiche. Manchmal die Tatsache haben keine Bedeutung. Und die Wahrheit manchmal ist eine Wahrheit, die auf ewig steht. Aber Fakt, wahr, aber nicht unbedingt wichtig. Wahrheit, nicht unbedingt auf die Tatsache, musste nicht passieren. Es ist eine Wahrheit im Leben, kann aber eine tiefgründige Wahrheit haben. So, wenn wir das ja schon besprochen haben, jetzt müssen wir am Ende nach verstehen, wenn diese Wahrheiten so sind, warum mussten die verkleidet werden in diesen merkwürdigen Geschichten? Aber wie gesagt, das werden wir auch später lernen. In diesem Sinne können wir jetzt beginnen, einzusteigen mit der ersten Geschichte auf Seite 10, die Welle mit dem weißen Rand. Lass uns zurückkommen zu dem ersten Teil, die erste Geschichte, Seite 10. Der Name sagt, Sie, Vater, haben mir erzählt, eine Welle, die ein Schiff versenken kann, kommt mit einem Saum aus weißem Feuer auf ihren Kamm. Riesengroßen Welle, am Ende gibt es diesen weißen Rand. Lassen Sie überlegen, was ist hier die Botschaft? Schauen Sie auf Übung 1 und versuchen Sie, Werte einzusetzen von der Liste unten. Welche Werte kann man einsetzen? Nehmen Sie bitte 30 Sekunden und überlegen Sie, welche Werte hätten Sie eingesetzt, um die Geschichte einen anderen Dreh, in einem anderen Licht zu sehen. Wir haben festgelegt, dass jeder talmudische Absatz, der im Widerspruch zu der Vernunft steht, sollte als Metapher verstanden werden. Aber so der Talmud sagt, Rabbe sagte etwas und wir wollen versuchen zu verstehen, was könnte es sein. Im Prinzip ist es folgendes. Die Herausforderungen des Lebens sind wie diesen großen Wellen. Stell dir vor, Sie sind ein Schiff. Das sind Sie. Sie sind ein Boot. Sie sind im großen Ozean. Es gibt verschiedene Arten von Wellen im Leben. Es gibt kleine Wellen, es gibt große Wellen. Dein ganzes Leben ist eine Reise. Es gibt gute Zeiten, es gibt ruhige Tage, sonnige Tage. Und es gibt Tage mit Donner, Wetter. Heute hatten wir beides zum Beispiel. Es gibt Zeiten im Leben, wo alles ruhig und stabil ist. Und es gibt Zeiten mit Herausforderungen. Und manchmal sind sie so stark, dass die Schiffe können wirklich versenken. Aber es gibt eine Art von Herausforderung, die ganz, ganz gefährlich ist. Meistens von den Herausforderungen, die ein Mensch hat, irgendwie, die Mensch kann es navigieren wie ein Schiff. Ob es eine Schwierigkeit auf dem Job, ob es ein Zuhause, eine Ehefrau oder ein Ehemann, die hat nicht so viel Geduld. Ob es eine Krankheit, Gott behüte, ist. Ob es eine Schwierigkeit, eine unerwartete Schwierigkeit, die gekommen ist, einfach von irgendwo anders. Es gibt viele Schwierigkeiten. Aber mit Gottes Hilfe, man kann navigieren. Aber es gibt eine Schwierigkeit, die hingewiesen ist in die weißen Rand der Welle, die, wenn man nicht aufpasst, kann das Schiff versenken. Was ist die weiße Schwierigkeit? Was ist die weiße Schwierigkeit? Dieses Weiß zeigt auf rein, auf gut. Weiße Schwierigkeit, die weiße Rand in die Welle, ist, was von drin kommt. Wenn die Mensch überzeugt sich, dass es ist nicht so schlimm. Was ist von drin?
wenn der Mensch faul ist, wenn der Mensch süchtig wird, wenn der Mensch einen großen Egoismus hat. Die Dinge von drin, wir gewöhnen uns zu sagen zu sich, dass die Dinge, die wir machen, sind nicht so schlimm, wenn alle machen das auch und so schlimm ist es nicht. Die Dinge, die von drin sind, sind bei uns weiß, die sind bei uns berechtigt. Wir sagen, nee, wir machen das nicht so. Wir überzeugen uns selber, dass es nicht so schlimm ist. Und wenn man macht das einmal, zweimal, dreimal, wird man leichter dazu gewöhnt. Hier ist eine Gefahr. Weil wenn etwas von außen ist, wir finden irgendwie die Kraft von drin zu navigieren durch die Reise, durch die Ozean. Aber wenn es von weißer Welle ist, wenn es die weiße Land, wenn es von drin ist, wenn es aus Überzeugung ist, ist es nicht so schlimm. Weil es ist von mir und ich weiß, ich habe schon Kontrolle, ich weiß. Hier liegt eine große Gefahr. Lass uns wirklich sehen, was sagen die Seeleute? Die Seeleute sind ganz klug. Aber die Seeleute sind weise Menschen mit viel Erfahrung und Einsicht. Die sagen, Leute, du weißt du was? Wenn du musst aufpassen, du musst aufpassen, tatsächlich, dein größter Feind ist in dir drin. Das ist der Feind, der sagt dir, du musst nicht mehr machen. Du kannst ein bisschen da und du kannst ein bisschen dort. Du kannst, und so wird man langsam süchtig. Oder so wird man langsam unempfindlich zu dem eigenen Ehepartner. Oder so wird man von drin selber. Die größte Gefahr ist, was ist drin. Die größte Gefahr ist, wenn die Mensch selber berechtigt sich. Wie sagt man? Jemand, der weiß nicht, dass er krank ist, ist die Krankheit von Großen. Das ist die Inne, die Weiße, die Vorstellung. Lass uns sehen, wie Rabbi Chovat HaLevavot, Rabbi Bachya, Rabbeinu Bachya, hat das erklärt, ein großer Philosoph, der gelebt hat in Spanien in dem 11. Jahrhundert. Wie er beschreibt die weiße Rand an die Welle, im Text Nummer 4. Sei dir dessen bewusst, dass dein Erzfeind in dieser Welt dein eigener Jezer dieser Trieb ist, das in dein Selbst eingeschlossen und in deinen Geist eingewoben ist und das mit dir sowohl deine physischen als auch deine geistigen Sinne teilt. Wenn du die Dinge seiner Kontrolle überlässt und seinen Wünschen folgst, hört es nicht auf, bis es dich in beiden, dieser und der kommenden Welt zerstört hat. Deshalb lass keinen anderen Krieg dich von diesem Krieg ablenken. Kein anderes Kriegsfeld von diesem Kriegsfeld. Lass das Schwert von einem, der weit weg ist, deine Aufmerksamkeit nicht von dem Schwert desjenigen lenken, der dich niemals verletzt. So, der erste Punkt ist, was wir sagen, ist, wir haben viele Reisen in der Welt. Über alle können wir überwinden. Aber die interne Herausforderung ist etwas, die, wenn wir nicht richtig aufpassen, kann die Schiff versenken. Aber wie kann es passieren? Wie kann es passieren, dass kluge, weise, intellektuelle Menschen, aber wie kann es passieren, dass kluge, weise, intellektuelle Menschen kann sowas machen? Kann plötzlich sein ganzes Leben kaputt machen mit was ganz anderes? Wie passiert das eigentlich? Aber warum? Es liegen intellektuelle Menschen, wir finden das immer wieder, gerade in Deutschland vor einigen Monaten, oder wenig, ja, hatten wir hier eine große Konferenz von europäischen Rabbinen aus ganz Europa hier im Haus. Wichtige Politiker waren hier, einer von den wichtigen Politikern in den Deutschen Bundestag war hier. Und eine Stunde später hat man überall in die Zeitungen gelesen, dass er war erfasst mit Crystal, weiß nicht was, was es war, Crystal... Irgendeine harte Droge. Wie passiert das? Wie können wir es verstehen? Wie kann sowas überhaupt passieren? Das ist die Frage, die wir tatsächlich verstehen wollen. Und tatsächlich werden wir sehen, die Seeleute sagen uns die Grund. Die Seeleute sagen uns, wieso kommt es, Hamar? Wieso kommt es, was bedeutet es, dass die Leidenschaft, die zu selbstverständlich wird, weiß zu sein? Und die Antwort ist, weil es ist weiß. Es ist weiß, die Mensch, weiß ist schön, weiß ist rein, weiß ist besonders. Und die Mensch sagt zu sich, das ist weiß, das ist weiß. Nur einmal, das ist weiß. Die Mensch sagt zu sich, die Mensch, wie sagt man auf Jiddisch, er narrt sich selber, er erzählt selber zu sich Geschichten.
Er geht nach seinen Impulsen, nach seinen Instinkten. Er sagt, ich habe noch Kontrolle hier. Und das haben wir immer in den letzten Jahren, ganz großen Geschichten, sind immer wiederholen sich. Aber dann schauen wir den kurzen Film, die das zusammenfasst. It's the white crest at the edge of the wave that will allow the wave to sink the ship. The waves are our destructive behaviors. The white crests of the waves are the thoughts and feelings that precede such behaviors and make them possible. Sometimes the white crest is a justification or feeling of entitlement that we creatively invent. Other times, the white crest is an unrealistic notion that the damage the behavior will cause will be negligible. There are, unfortunately, many successful and intelligent people who have been struck down by the crests of their own waves. Lance Armstrong used circumstance as his justification for taking performance-enhancing drugs. Did you feel in any way that you were cheating? No. I had this exercise where, you know, because I kept hearing, you know, that you were cheating. I'm a drug cheat, I'm a cheat, yeah. I'm a cheater. And I went and looked up, I just looked up the definition of cheat. Yes. And the definition of cheat is to gain an advantage on a rival or foe, you know, that they don't have or that, you know. I didn't view it that way. I viewed it as a level playing field. Bernie Madoff tried to rationalize away the negativity of his actions. About his victims, Madoff said, quote, "I understand why clients hate me. The gravy train is over. I can live with that. But the average person thinks I robbed widows and orphans. I made wealthy people wealthier." Moreover, Madoff felt that he could control the damage that would result from his illegal actions. "I had more than enough money to support my lifestyle and my family's lifestyle. I allowed myself to be talked into something, and that's my fault. I thought I could extricate myself after a short period of time, but I just couldn't." Tiger Woods felt entitled to his immoral behavior. "I thought I could get away with whatever I wanted to. I felt that I had worked hard my entire life and deserved to enjoy all the temptations around me. I felt I was entitled." We must be very careful with the stories we tell ourselves, because those stories become our thoughts, and our thoughts become our actions. And is die Selbstüberzeugung, dass es okay ist. Oder das ist unser Recht. Oder alle machen das sowieso. Ich kann es auch tun. Die weiße Rand ist die Selbstüberzeugung und die Selbst fooling yourself, wie man sagt. Selbstbetrug. 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 Und das ist etwas, das drin ist. Und deswegen ist es auch so gefährlich. Wenn Sie wollen, einen sehr starken Text dazu lesen, können Sie nachher lesen, in Appendix A, Seite 26, ein Mensch schreibt einen Brief zu die Kokain. Eine Trauer, eine Abschiedsrede zu seiner Kokain, die er genutzt hat. Wie er dachte, es wird ihm Glück bringen, aber in Wirklichkeit, es hat sein Leben kaputt gemacht. Und das ist im Grunde genommen die große Gefahr für jeden Mensch. Dass die Mensch wird entspannt, jeder auf seinen oder auf ihren Weg, und einen Schritt bringt zum nächsten. Tatsächlich, dieser weiße Rand ist auch, was geführt hat, Adam und Eva in der Garten von Eden die verbotene Frucht zu essen, die wir lesen in Text Nummer 5. Wer möchte lesen? Das Letzte kommt in der Gestalt eines freundlichen Individualismus an, dessen einziger Wunsch es ist, den Menschen Gutes zu tun. In der Tat verteidigt es eifrig die Interessen des Menschen, indem
das diese Argumente anwendet, lenkt es den Menschen von dem korrekten Weg hin zu dem amoralischen. Das ist es, was das Jetzt in der Gestalt einer Schlange zu Anbeginn der Zeit Eva angetan hat. Es sagte ihr, obwohl Gott gesagt hat, du sollst von keinem von den Bäumen in dem Garten essen. Bereshit 3,1. Er tat es nicht zu eurem Wohl, im Gegenteil ist es zu eurem Vorteil, die Früchte zu essen und dadurch Wissen zu erlangen und Gottes gleich zu werden. Mit diesem Argument verleitete es sie dazu, zu sündigen und brachte sie dazu, den Weg der Aufrechten zu verlassen und die Wege der Dunkelheit einzuschlagen. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Einfach, was der Mensch sagt. Der Mensch kann sagen, stell dir vor, heute ist anders. Ganz klar. Oder, ich weiß, dass es wichtig ist, in die Synagoge zu gehen, aber weißt du, mit so viel Arbeit, die ich jetzt habe, einfach schaffe ich es nicht. Oder, ich weiß, dass es nicht korrekt ist, einen außerirdischen Beziehung zu haben, aber weißt du, sowieso, zu Hause kriege ich keine Liebe und Unterstützung. So, in diesem Fall, unter diesen Umständen, oder, ich weiß, eigentlich soll ich nicht diese Geschäfte so und so machen, aber jetzt, wenn ich tue das, kann ich nachher vieles Gutes tun. Das ist, was wir finden häufig tagtäglich in unserem Leben. Und es beginnt immer gut. Text 6 sagt, zuerst versucht er, Gutes zu machen. Er sagt, tu was Gutes. Er bringt uns dazu zu glauben, dass der Verhalten für den ersten Eintritt nichts anderes als eine Mitzvah ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind mitten im Bett und plötzlich sind, ich muss jemandem helfen. Das ist nicht gut. Dann sollen Sie mitten helfen. Jetzt muss ich beten. Das ist auch nicht gut. Wenn wir sind beschäftigt, was Gutes zu tun und etwas anders kommt, uns die Gutes zu stellen, auch wenn die andere Dinge gut ist, ist es aber in diesem Fall nicht gut. Und in dem Moment, was er manipuliert dir, nimmt er dir in alle Richtungen. Eine andere Art von weißen Rahmen, sagt unser Rashba, ist Dinge zu machen, die nicht verboten sind, aber nicht unbedingt gut sind. Ganz einfach kann man sagen, essen. Es ist nicht verboten, jetzt zu essen, sehr viel. Oder zu essen, dieses bestimmte Essen. Aber wenn man macht das ein bisschen mehr, genauso. Es ist nicht verboten, das und das. Das ist jetzt nicht Schweinefleisch oder was. Aber wir wissen nicht, was es drin ist. Wie sagt man, nicht alles, was ist erlaubt, soll auch gemacht werden. You know, was verboten ist, verboten. Aber was ist nicht verboten, er hat gesagt, man muss es machen. Und das geht nicht nur um Essen, es geht um die Verhalten. Weil in dem Moment, wo die Yetzirah versucht, uns erstmal zu bekommen, dann wird die erlaubte Dinge. Und dann einfach ganz einfach nimmt uns und legt uns dort. Das sehen wir auch ganz häufig heute, auch in die grenzlosen Gesellschaft, wo wir sind, durch die Internet und Kinder und alles. You know, in dem Moment, was es rutscht, ein bisschen kann es noch mehr rutschen. Und jetzt können wir zurückgehen zu den Texten, die wir hatten. Und sagen, lassen Sie den Text nochmal lesen. Text, Seite 13. Rabe sagte, die weisen Menschen haben mir erzählt, am Ende Text, Seite 13, die Herausforderungen, die Impulse, die bösen Triebe, die ein Mensch versenken kann, kommt mit Unschuld, mit Frieden, mit Reinheit auf den Kampf. Zum Beispiel hier. Es gibt viele Gründe, die man sagen kann. So war, Poker zu spielen, das hat viele Gründe. Ich kann vieles Gutes mit dem Geld tun. Das ist mentale Übung, ich brauche das Geld. Ich weiß, ich werde gewinnen. Nur diesen Mal, die Heil ist gut für mich. Tausende Gründe, alles doch richtig. Aber sind die gut? Oder sind die weißen Rand an die Welt? Und deswegen ist immoralische Benehmen etwas, ein Symptom für etwas tiefer, emotionaler, psychologisch, für etwas aus der psychologischen Sicht viel tiefer. Und nicht, wenn man legt einen kleinen Verband auf die Blut, jetzt zu stoppen wird, ein Problem gelöst werden. Da musst du den Grund der Probleme. Was ist die Lösung? Das ist die zweite Teil von der Geschichte. Was ist die Lösung? Die Lösung ist folgendes. Was haben wir gesagt? Man muss nehmen diesen Stock
Und wo steht Gottes Name drauf? Was ist dieser Stock? Dieser Stock? Was ist was zeigt uns? Das ist die Tora. Die erste Sache ist, wenn ein Mensch richtungslos ist, weil er keine Richtung im Leben hat. You know, Tiere, es gibt keine Skandale bei Tieren. Bei Menschen gibt es keine Skandale. Bill Clinton, die Vereinigten Staaten, es gibt Skandale mit Geld, Unehrlichkeit, es gibt Sexskandale, es gibt Tiere, warum sind Tiere nicht so? Tiere essen, was sie essen müssen. Hast du mal gesehen, der will alles haben, oder Geld, oder was auch immer. Aber Tiere und Menschen sind ganz anders. Menschen haben auch eine spirituelle Komponente. Und wenn sie die spirituelle Komponente bekommen, nicht von der Religion, suchen sie es irgendwo anders. Sie sind nicht glücklich, sie wollen mehr, 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 mehr. So, was ist die Lösung? Wenn die Mensch hat ein Fundament, wenn die Mensch hat eine Verbindung mit seiner Quelle, mit Judentum, mit der Tora, hat er ein Fundament. Und das hilft enorm den Menschen. Aber wie kommt das an? Wie kommt das, was haben wir gesagt, wenn man sich einsam fühlt? Und jetzt, was sind die zwei stärksten Probleme, die die Mensch zurückhält, wirklich auf diesen positiven Weg zu kommen? Die erste ist Einsamkeit und die zweite ist Hoffnungslosigkeit. Wenn die Mensch wird alleine, niemand versteht mehr, niemand unterstützt mehr, niemand ist mit mir. Der Mensch hat keine Lust einfach, jetzt sich zu engagieren, gegen die Welle zu kämpfen. Der Mensch einfach gibt Hafen an der Aufseite. So. Und er geht auf die Welle und dann versenkt die Schiff von internen Herausforderungen die Menschen unter. Rupp. Aber wenn die Mensch weiß Gottes Namen, Ehe, Asher, Ehe, Gottes Namen, ich bin, wer ich bin. Was heißt, ich bin, wer ich bin? Das sind die Worte, die Gott Moses gesagt hat. Gott kommt dazu zu Moses und sagt, geh zu Pharao und sag Pharao, die Juden sollen aus Ägypten rausgehen. Sagt Moses, was soll er sagen Pharao? Wer hat das gesagt? Was sind die Namen Gottes? Was soll ich ihm sagen? Wie heißt der Gott, der das gesagt hat? Gott hat gesagt, sage, mein Name ist, ich bin, wer ich bin. Was ist, ich bin, wer ich bin? Ich bin, wer ich bin bedeutet, ich war immer da, ich bin hier und ich werde immer sein. Das ist übrigens, wenn wir sagen im Gebet, Baruch Atah Hashem, was ist das Wort Hashem, was sollen wir denken? Er war immer da, er ist hier und er wird immer sein. Wenn die Mensch weiß das, er war immer hier, er ist hier und er wird immer sein, so dann bist du dann einsam? Dann sind wir nicht einsam. Er ist da, er war immer da, er wird immer hier sein. Viel länger als die Probleme. Es gibt die Mensch Kraft. Das ist die erste Sache, was die Mensch lässt. Oder? Das ist die erste Sache. Gott ist bei uns. Deswegen, ich habe die Kraft. Und weil ich habe die Kraft, dann kann ich leicht die weiße Rand an die Welle abhacken. Normalerweise, wenn die Menschen machen Dinge, was immoralisch oder überhaupt nicht in Ordnung ist, sie machen das nur auf die Schnelle, weil sie denken nicht. Nachher, wenn man denkt anders. Man sagt bei Josef in der Bibel, er hat fast die Sünde gemacht mit der Frau von Potiphar und dann hat er gesehen die Vision von seinem Vater. Was hat er gemacht? Er steht, er hat seinen Finger in die Wand, auf die Wand. Er hat sich gesagt, Moment! Diese Überlegung kommt, wenn die Mensch überzeugt ist, ich bin nicht alleine. Gott ist mit mir. Und der zweite Teil, den wir sagen, ist Amen, Selah. Wir sagen, aber ist, dass es gibt auch Hoffnung. Gott wird uns rausnehmen von dem Exil. Ich bin nicht hier auf die Ewigkeit. Gott wird uns von dieser Schwierigkeit rausnehmen. Und das ist tatsächlich die Anweisung, die wir haben. Das sind die Sicherheiten, die helfen uns. Die gehen wir zur Seite 6 in einem Moment und können wir sehen, wie wir jetzt das noch einmal lesen. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung zu den weißen Namen? Was sind die Wörter, was sind die Interpretationen? Ja, so jetzt lesen wir das Folgendes. Die Welle flaut ab, nämlich die große Herausforderung wird überwunden, dadurch, was? Wenn man sie mit einem Schläger geschlagen wird, nämlich, wenn man ihnen die Tora begegnet. Und wie macht man das, auf welche die Wörter eingraviert sind, nämlich, Gottes Namen enthält. Das bedeutet, Gott ist hier und war immer da. Ich werde sein, was ich sein werde, nämlich, insbesondere sind wir anerkennen, dass Gott immer bei uns ist, in unserer Not, und wir wissen, dass Gott, er uns von unseren Schwierigkeiten erlösen wird, und er wird,
Und dann wird er seinen treuen Hirschern sein und Amenzala, das ist auf immer. So jetzt, wir haben die erste Geschichte, jetzt sind wir schon so kleine Profis geworden. Wir sind schon jetzt wir können schon interpretieren in dem Talmud. Wir haben schon jetzt Fach. Hier sehen wir eine ganz merkwürdige Geschichte mit einer Welle und einem weißen Rand, hat einen ganz wichtigen ethischen Bedeutung. Dass die weiße Rand, die interne Herausforderung, die uns runterschleppen kann, ist, wenn es kommt von intern, wenn wir uns überzeugen. Und die Lösung ist, wenn wir wissen, dass wir nicht einsam sind, dass wir stark sind. So, wollen wir jetzt dann die zweite Geschichte entmystifizieren? Entziffern. Okay. Können wir jetzt die zweite Geschichte entziffern? Über die fischige Insel. Man dachte, ein Fisch ist wirklich eine Insel. Okay. Was war die Geschichte? Die Geschichte war, einmal, ja, wir waren schon da, wir reisten auf ein Schiff und sahen einen Fisch, der wirklich mit Sand bedeckt war und Gras wuchs. Und wir dachten, dass die Fisch eine Insel. In Wirklichkeit war es keine Insel. Es war ein Fisch. Und wir dachten, dass das eine Insel ist. Wir gingen an Bord, wir kochten drauf und lustig haben wir festgestellt, aber so, dass es keine Insel war. Wie versteht ihr die Geschichte bitte? Was ist eure? Das erste Mal haben wir es schon gelernt, aber jetzt ist es schon von euch gelernt. Was ist die ethische, was ist die Rätsel, was ist die Entzifferung dieser Geschichte? Wie stellen Sie jetzt vor, wir sind jetzt schon alle erfahrene Decoders für den Talmud. Das Schiff ist bestimmt die Tora. Die Menschen waren auf dem Schiff, sind von dem Schiff auf der Insel, dachten, das ist eine Insel, haben gekocht und dann haben wir festgestellt, dass es keine Insel ist, weil die Fische hat überdreht. Sie haben vorgedacht, Rabbiner, mach bitte die erste Bild. Erste Bild. Das ist erstmal die Insel. Boris, das ist eine Insel. Sie sind von dem Schiff, runter. Ja? Dieses kleine Schiff auf dem Insel. Und dann haben sie festgestellt, dass es keine Insel ist. Aber die sagen, dass die von Anfang an keinen Fisch sahen. Nein, von Anfang an war kein Fisch. Nein, wo ist das? Nein, die fischige Insel und die Titel. Eins sind wir mit dem Schiff gereist und sagen, einen Insel. Du hast recht, das ist ein Feller. Das ist ein Feller. Du hast recht. Die Besetzung ist ein Feller hier. Ah, danke, das ist ein guter Auge. Sie sahen eine Insel. Sie dachten, dass es eine Insel ist. Es ist herausgestellt, es ist ein Fisch. Was ist die Erklärung? Nichts ist so, wie es scheint. Okay. So, wir kennen alle die Geschichte von Purim. Wir kennen die Geschichte von Purim. Die Juden waren die mächtigsten Zeit, eine der besten Zeiten der jüdischen Volk. Jüdische Minister waren die Ratgeber von der Supermacht der Welt. Juden waren wohlhabend, integriert, stark. Und dann auf einmal Bedrohung. Holocaust. Ganze jüdische Volk bedroht, Holocaust war Europa, es war die ganze jüdische Volk bedroht, getötet zu werden in einem Tag. Wie könnte das passieren? Die Talmud stellt die Frage, in Text 8, Shalu Tamina Shem Bishim Bar Yachai. Man hat gefragt, Shem Bishim Bar Yachai, wie könnte das passieren, sagen Sie mir. Antwortete er, weil sie das Fest von dem bösen Achashverus genossen haben. Achashverus hat gemacht ein riesengroßes Fest, am dritten Jahrestag seinen König werden und dann die 180 Tage Party. Ich habe gehört hier, neue Sachen, manche machen das, 3 Tage Party, 2 Tage, 3 Tage Party. 180 Tage Party. Und er hat gemacht Koscher. Nicht nur Koscher. Mit allen verschiedenen Koscher-Stempels. Welche Koscher hast du? Diese Stempel nicht, diese Stempel, ja. Er hat Jette gemacht mit seinen Schita, mit seiner Rabbinen, mit seinen Stempeln, mit allem Geschirr neu, alles Kusche und Josche. Und alle sind gekommen. Respekt zu ihm. Und dafür sind sie belohnt, haben sie die Strafe sozusagen, und dafür haben sie dieses Dekret bekommen. Stellt euch die Frage, was ist die Verhältnis? Was haben wir gekommen zu den Party von Achashverus, haben sie jetzt,
okay, waren dort Achashverosh hat genutzt die Utensilien von dem Tempel, war nicht so in Ordnung, aber okay, so schlimm, dass die gesamte Volk wird jetzt bedroht, die gesamte jüdische Volk. Was ist so schlimm? Aber Text 9, wir sehen, dass die Kaiser Haridien hat gefragt, sagte Rabbi Yeshua, groß ist der Schaf, das inmitten von 70 Wölfen überlebt. Der Schaf ist der jüdische Volk. Zwischen 70 Völkern. Kaiser gesagt, alle Völker waren die Juden wie ein Wolf. Und groß ist der Schaf, sagt der Kaiser, die hat das überlebt. Sagt Rabbi Yeshua, Seite 19, groß ist der Schäfer, der die Schaf rettet. Er beschützt und die Wölfe vernichtet. Die es zu attackieren wünschen. Wir haben schon mal gelernt in anderen Kursen. Wir haben gelernt Folgendes. Gott handelt uns, wie wir ihm handeln. Wenn ein Mensch gibt Zdaka, Gott gibt dem Mensch gut. Ob es ist schwer, Zdaka zu geben und dem Mensch gibt, Gott gibt dem Nachbar. Wenn ein Mensch vertraut Gott, Gott zeigt sein Vertrauen zum Mensch. Wenn der Mensch sagt, Gott, weißt du, Gott, du bist sehr nett, aber ich brauche dich nicht. Gott sagt, kein Problem. Kein Stopp, dann geh allein. Die Juden sind ein kleines Volk. Die Völker der Welt, brauchen wir nicht zu sagen, zum Teil, oder möglicherweise zum großen Teil, muss man nur gehen, einmal zu den UN, kann man sehen, sind zum großen Teil wie Wölfen. Die sind nicht unsere besten Freunde. Nicht immer und nicht alle. Manche und manchmal. Jetzt. Die warten uns nur. Wir haben aber einen Schutz. Der Schutz heißt HaKadosh Baruch Hu, Gott. Jetzt werden wir sagen, Gott, lieber Gott, weißt du was? Sehr nett, aber jetzt, ich brauche dich nicht. Ich gehe zu Achashverosh, ich mache jetzt Politik, ich mache alleine die Wege. Ist okay. Und ich gebe doch schon alleine die Wege. Bleib zu Hause. Kein Problem. Mach das. Und dann die Wölfe kommen. Es ist nicht, dass es eine Strafe ist. Natürlich. Gott sagt, wenn du willst mein Schutz, ist kein Problem. Dann brauchst du nicht. Jetzt, ich will klar sein. Es ist kein Problem gegen die Politik. Es ist kein Problem pflegen die Kontakte. Es ist kein Problem mit der Gesellschaft integriert zu sein und in die Gesellschaft zu leben. Aber wir müssen wissen, dass am Ende von dem Tag nicht das ist unsere echte Stärke. You know, die israelische Armee, Gott sei Dank, hat großen Erfolg. Aber sie müssen wissen, sie müssen die beste Armee der Welt sein. Aber die Siege kommen, weil Gott uns schützt. Natürlich muss man die beste Armee der Welt sein. Aber wir müssen wissen, dass es nicht nur, weil wir so stark sind. Weil wenn wir denken, dass wir so stark sind, die Menschen gingen von dem Schiff auf die Insel. Sie dachten, es ist eine Insel. Kein Problem, geh auf die Insel. Du musst auf die Insel gehen. Wir sagen, you gotta talk the talk and walk the walk. Wunderbar. Aber wenn du beginnst zu kochen, wenn du beginnst zu denken, das ist jetzt die Quelle von alles, dann rup, die Fisch kann uns umdrehen. Aber und das ist, was der Thomas sagt. Die Geld von Hammer war keine Strafe. Wir haben gesagt, Gott, wir brauchen nicht deinen Schutz. Wir machen das alleine schon. Kein Problem. Die Juden im Exil sind wie ein Schiff auf dem Meer. Ihnen begegnen oft gefährliche Bedrohungen, die wir es leider auch sind heute. Und wenn wir auf die Schiff sehen, ist doch wunderbar, wir gehen von dem Schiff. Die Schiff, sie haben gesagt, die Tora, die Schiff sind die Tradition. Wir können auch in die Gesellschaft gehen. Wir sollten auch in die Gesellschaft integriert sein. Aber wir sollten nicht vergessen, dass am Ende von dem Tag die Quelle von alles, Hashem Achad, das ist die Quelle. Das muss verkleidet sein. Wir können nicht nur den ganzen Tag rumgehen, Hashem Achad, guten Tag Politik, ich brauche nicht, Hashem Achad. Natürlich, wir müssen in den Land, wir müssen die Steuer zahlen, wir müssen gerne in die Land zurück, wo wir leben. Wir müssen integriert, aber wir müssen wissen, dass die echte Lösung, das ist die Verkleidung. Schau auf Esther. Was hat Esther gesagt zu Mordechai? Mordechai hat gesagt, geh zu Achashverosh und bete ihm. Sag sie, ich war nicht gerufen zu ihm. Sagt Esther, geh, weil vielleicht deswegen musst du keine gewinnen. Was sagt Esther? Geh fast bitte 3 Tage. Und ich faste auch. Esther war doch eine kluge Frau. Sie will sich attraktiv machen vor dem König. So, fasten 3 Tage, das ist nicht die beste Weg, jetzt sich attraktiv zu machen. Sind sie aus wie eine ausgeklappte Lulav, ne? Wahrscheinlich. 3 Tage fasten, aber trotzdem hat sie gemacht. Jetzt, wenn du sagen, du warst so ein Gläubiger,
schon geht es ja verschwörisch. Er kann nur sitzen zu Hause und sagen, die leben den ganzen Tag und Gott wird schon helfen. Die Antwort ist, zu verschwörisch muss man gehen. Aber die Vorbereitung muss sein, dass man weiß, dass die Lösung ist von Gott und das sind nur die ausführenden Organe sozusagen. Genauso ist es mit Parnassa. Die Geld kommt von Gott. Die Erfolg kommt von Gott. Die Schule kommt von Gott. Okay, man braucht der wird es machen, der, man braucht das, der. Aber alles ist Gott. Solange wir wissen, dass alles Vermittler und Botschafter und Beauftragte von Gott uns die Dinge zu bringen, ist das wunderbar. Mehr ist besser. Aber wir sollen nicht denken, dass das jetzt die Quelle ist. Das sind jetzt nur, als wie du gehst zum Bank und der Menschenbank gibt dir jetzt 100 Euro. Das ist nicht dein Geld. Er ist ein Eingestellter. Er gibt, was man hat ihm gesagt zu geben, das ist dein Geld. Ja, genau so, das ist alles Hashem. Genauso, das hatten die Juden vergessen bei Haman. Und das war der Punkt. Und deswegen gesagt, Exil. Was bedeutet das für Juden Exil? Integration? Exil bedeutet, in die Nacht der Zerstörung der zweiten Tempel, vor 1940 Jahren zurück, sind wir in Exil. Exil bedeutet, dass wir haben nicht die Tempel, wir haben nicht die Fähigkeit, Gott zu dienen. Wir befinden uns im Exil in die Gola, wir befinden uns in einer Zeit, wo wir leider haben Schwierigkeiten. Ja, wir haben Integration selber ist was Positives. Aber Integration ist nur positiv, wenn es führt nicht zur Assimilation. Wenn wir unsere Identität aufbewahren, wenn wir wissen, wir sind integriert in die Gesellschaft, aber wir haben unsere Identität und die Quelle von unseres Wesen ist die Tora und Judentum. Hashem. Gut, aber philosophisch gesehen, Talmud sind wir in Exil, bedeutet gleichzeitig. Wir sind jetzt in. Aber wir müssen aufpassen. Genau. Wir müssen wissen, dass die Quelle. Und das ist genau die Juden seine Insel. Was war die Insel? Die Insel ist die Land, wo wir leben. Die Orte, wo wir sind. Und sie sagen, ach, Schwörsch macht eine Party, 180 Tage, Supermacht der Welt. Vielleicht jetzt nicht so wichtig. Jetzt gehen wir zu Schwörsch, sagen, Schwörsch, oh, du bist unser. Und dachten, dass sie nur eine Stabilität in sich haben. Das passiert auch. Was war in Deutschland Anfang des letzten Jahrhunderts? Einige Menschen waren so simuliert, sie dachten, Deutschland liebe alles. Ich bin nicht ein Deutscher. Juden nebenbei. Ich kenne die Geschichte mit Golda Meir, nein? Also sie hat geschickt einen Telegramm zu Henry Kissinger, wenn er Außenminister von Amerika geworden ist. Schickte sie ein Telegramm mit zwei Wörtern. Mazel Tov. Sie war die jüdische Premierminister und er war der jüdische Außenminister von den Vereinigten Staaten. Schickt sie ein Telegramm nach Washington und Henry Kissinger Außenminister geworden. Mazel Tov. Antwortet Henry Kissinger, erst bin ich Amerikaner, dann bin ich Außenminister, dann bin ich Jude. Schickt Golda Meir ein Telegramm zurück, das ist doch wunderbar, weil in Hebräisch, wir lesen von rechts nach links. Und das ist, was wir sagen. Solange wir sind da, okay. Aber wenn wir beginnen zu kochen, was sagen wir? Haba? Wenn wir beginnen zu kochen, wir bucken und kochen drauf. Wir sagen, oi, jetzt bist du alles, mein lieber Insel. Die Namen an den Festen auf einer Geschwisch heil. Und sie fühlen sich, wir sind jetzt part of the high society von the makers and the shakers. Und ihr kommt jetzt in so leise, was passiert? Dann kann passieren, dass ein Kochen auf dem Rücken der Fisch wird zu einer natürlichen Konsequenz. Der Fisch wird sich umdrehen. Weil die Nicht-Jude, die sagt, dass die Jude respektiert seine Tradition, hat für die Jude einen Respekt. Und die Nicht-Jude, die sagt, dass der Jude schämt sich von Tradition, seine Tradition, hat für ihn einen Disrespekt. Das sehen wir immer dauernd durchgehend. Ich war letzte Woche im Bundeskanzleramt. Ich habe selber erlebt, wenn man geht wie Ayid, mit einem Kippa, man geht auf den jüdischen Weg. Die Völker der Welt respektieren, die Völker der Welt wollen ein jüdisches Volk, die wissen, was die sind. Und nicht, dass die schämen sich, nicht, dass sie sagen, es tut mir leid. Im Gegenteil, nicht, es tut mir leid, ich bin Jude. Ich bin glücklich. Man sagt, einer hat gesagt, frag einen Christen, bist du ein Christ? Ja. Frag einen Muslim, bist du ein Muslim? Ja. Frag einen jemanden, bist du Jude? Sagt er. Wozu willst du wissen? Was ist dein Geschäft? Unbequem, was ist unbequem? Sagt, ja! Das ist nicht schlecht, du hast niemand gegessen, niemand gebissen. Du bist Bnei Israel.
Und wenn wir kochen auf dem Fisch und wir denken, das ist jetzt schon alles, dann kann der Fisch tatsächlich umdrehen. Und das ist dann die Erklärung für die zweite allegorische, die zweite Teil, die zweite Geschichte, die wir tatsächlich haben. Und das bringt mich jetzt zu der dritte, die Zeit ist knapp, aber wir versuchen das zu machen. Und hier haben wir jetzt einen tieferen Einblick in diesen, was in Erscheinung war, die merkwürdigen Geschichten der Talmud. Okay, Geschichte 3 war auch eine ganz besondere Geschichte. Wir waren in die Wüste, wir sind jetzt so Seite 21 oder 20. Wir reisten durch die Wüste, begleitet von einem Händler. Er sagt zu mir, komm mit und zeige den Tod der Welt. Vor dem wir beginnen, will ich mit eurem Erlaubnis einen Punkt erklären. Was hat passiert? Die Juden in die Wüste waren eigentlich die Juden, die die Tora am Berg Sinai bekommen haben. Die Gott gesehen haben. Ganz besonders. Stell dir vor, heute Abend, du bist zu Hause, lustig. Herr Drandan, ich bin Gott. Ich will mit dir reden. Wow! Das ist unglaublich. Die Juden am Berg Sinai haben alle Gott gesehen. Aber trotzdem, als sie in die Wüste kamen, die wollten in die Wüste bleiben. Die wollten nicht nach Israel. Weil die Spione sind gekommen und gesagt, die Land Israel muss dort schwer, es ist schwer dort zu sein. Die wollten in die Wüste bleiben. Stellt euch die Frage, warum wollten die in die Wüste bleiben? Waren sie nicht gute Menschen? Die waren doch heilige Menschen. Die waren die Generation, was Gott gesehen haben, die Generation, die durch den Meer, gespaltenen Meer gelaufen ist. Wie könnte das passieren, dass gerade diese Generation, ausgerechnet diese Generation, wollte nicht zuhören zu Gott und gehen ist? So eine von den Erklärungen, oder eine wichtige Erklärung, basiert auf die Or Chaim, und wird erklärt in Chassidut. Und eigentlich ohne die Chassidut kann man das gar nicht verstehen. Ist folgendes. In die Wüste, die Menschen hatten, Menschen waren gute Menschen, waren heilige Menschen. Aber sie hatten keine materiellen Last, keine Verantwortungen im Sinne von Ablenkungen von Studie der Tora. Sie konnten den ganzen Tag sitzen und Tora lernen mit Gott, beten. Stell dir vor, sie können den ganzen Tag sitzen in der Synagoge. Sie können beten, sie können lernen. Und einfach, sie brauchen nichts machen, Geld kommt einfach so. Und du kannst den ganzen Tag sitzen und davenen und lernen und überlegen. Die Männer, jeden Tag kommen zu diesem Haus. Sie kommen raus von zu Hause jeden Tag und machen frisches Essen. Welches Essen, was du willst. Du kannst sagen, heute mag ich Sushi. Aber es ist auch nicht ausgesehenes Sushi, nur geschmecktes Sushi. Heute mag ich Steak, heute mag ich Fisch. Heute mache ich eine Diät. Ich will nicht Halbmilch, nicht Vollmilch. Halt. Es hat geschmeckt genau, was du wolltest. Die Kleidung ist mit den Menschen gewachsen. Klimatisierten Raum. Die Wolken waren immer klimatisiert, alles war die beste, nie zu heiß, nie zu kalt. Was haben die geredet dann den ganzen Tag? Da war das wie das Wetter. Was haben die gequatscht? Was haben die gequatscht? Was haben die gequatscht? Weiß ich nicht. Den ganzen Tag gesetzt, gelernt, Gott, lieber Gott, Gott gesetzt, ach, wunderbar. Das haben die. Aber in Israel, Gott, sie wussten, sie mussten arbeiten, sie mussten ackern. Nicht, dass sie hatten Angst vor Arbeit. Sie wollten, sie mussten eben abgelenkt sein von dem Gott. Sie mussten mit dem Tag mit einer Herausforderung beschäftigt sein. Deswegen wollten sie in die Wüste bleiben. Sie wollten Spiritualität. Manchmal jemand will was heilig machen, will was gut machen, aber scheut sich zurück von Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung in der Welt zu sein. Und das war sehr viel. Das war sehr viel. Sie waren, hatten nicht böse gemeint. Und das erklärt die Mystik, die Kabbalah. Kabbalah erklärt folgendes. Was gehört noch zum Letzten? Auf wem soll man sich verlassen? Mit der vereinten Schutz kommt von Gott, aber zu schwimmen muss man auch lernen. Okay, jetzt weg. Okay, die Betrunkenen allein, so sie sind in die Wüste gekommen. Und sie haben jetzt gesehen, die Menschen von der Wüste. Was sind die Menschen von der Wüste? Die Menschen von der Wüste heißt, dass die sind gelegen in die Wüste, mit dem Kopf nach oben, das heißt, sie haben auf Gott geschaut. Was heißt betrunken? Wenn man trinkt, kommt dann die Geheimnisse raus. Die Menschen, die wussten, wollten die Geheimnisse haben. Lass uns schauen auf Text 11. Seite 21. Die Menschen, die wussten, sind gelegen auf dem Boden, nach oben geschaut. Sie waren betrunken. Was heißt betrunken? Sie wollten die tiefsten Geheimnisse von Gott. Wenn man trinkt, kommt die tiefsten Geheimnisse raus. Sie wollten nur spirituell sein.
Sie wollten nur heilig sein. Sie wollten nur, wow, das wollten sie. Sie wollten heilig sein. Und dann kommt ein Händler. Was ist ein Händler? Ein Händler, hat 21, ist jemanden, die die Transfer von Gut und aus dem Besitz von einem zu dem anderen ermöglicht. Das ist eine Metapher, ein Juden, der an der Erfüllung der Mitzvot beteiligt ist. Er nimmt die physischen Dinge und er macht die spirituellen Dinge. Das macht er. Und das, und sogar die Händler im Vergleich zu den Menschen der frühesten Generation war weniger. Haben wir gelesen, die sein Knie war hoch und die Händler war unten. Das heißt, die Menschen von den Wüsten hatten enormes Potenzial. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Sie wollten nicht in der Welt gehen. Sie wollten, you know, manche Menschen kommen in die Synagoge, sie sind da. Und wenn sie gehen weg von der Synagoge, die sagen, Synagoge, tschüss! Jetzt muss ich Welt. Jetzt muss ich Arbeit. Gott, ich stelle dir nicht die nächste Woche, du stellst mir nicht. Ich sehe dir nächsten Samstag, du lass mich in Ruhe, ich lass dir in Ruhe. Das ist Wüste. Wüste sagt, jetzt bin ich heilig, jetzt bin ich Welt. Judentum sagt nein. Den Himmel auf die Erde bringen. Sei nicht den Himmel, wenn du bist auf die Erde. Nimm den Himmel, integriere in die Erde. Bring Gott in die Welt. Deswegen ist es so wichtig, die mit Swat physisch zu machen. Manche Juden sagen, ich bin Jude im Herz, ich muss nicht tun. Falsch! Judentum ist in der Welt. Ja, die Mitzvah muss physisch in der Welt gemacht werden. Das ist die Ziel von Judentum. Und das war sehr völlig. So, was heißt die Toten des Wildnis? Es heißt aber, Juden, die in die Wüste angekommen sind, glücklich, ganzlich, spirituelle Leben geführt haben. Sie wollten nur spirituell sein. Was ist die Wüste? Die Wüste ist ein Ort der Meditation. Ein Ort der Abtrennung von der Welt. Und weiterhin, sie ruhten auf dem Rücken, steht in der Geschichte. Was heißt auf dem Rücken? Dass sie ihr Gesicht waren zum Himmel gerichtet. Komplett auf Gott und die Spiritualität konzentriert. Dann lesen wir, was hat passiert? Sie sahen betrunken aus. Was heißt betrunken? Sie waren auf einer unglaublichen spirituellen Ebene. Sie sagt, wow! Wow! Das war also diese Meditation, dieses Gefühl von Heiligkeit, dieses Gefühl von. Und das ist eben, was nicht die Ziel, was nicht die Ziel der Welt ist. Und deswegen haben sie nicht überlebt. Deswegen haben sie nicht überlebt. Und was haben wir weiterhin gelesen in der Geschichte? Wir haben weiter gelesen. Auf Seite 22 haben wir gelesen. Wer möchte sagen, dass einer hat geschnitten die Ecke von der Zizit? Wer möchte sagen? Die schnitt die Ecke der Zizit von einem von ihnen ab und siehe da, wir konnten nicht weitergehen. Der Händler sagte zu mir, wenn du zufällig etwas von ihm genommen hast, bring es zurück. Unsere Tradition besagt, dass einer, der etwas von ihm genommen hat, nicht weggehen kann. Ich ging und brachte es zurück und wir konnten weitergehen. Was heißt das? Der Rabbi, der die Geschichte gehört hat, sagte, wow, es ist so schön, so heilig, so spirituell. Ich möchte auch. Und ich möchte was nennen. Das ist nicht die Ziel der Welt. Warum? Weil ich ging und brachte zurück und konnte weitergehen. Was unterscheidet ein Mensch in dieser Welt von einer Seele oben? Eine Seele oben kann nicht gehen, kann nur stehen. Ein Mensch in dieser Welt kann gehen. Gehen, stehen bedeutet, wir können langsam, wenn man sagt, Kaddisch steigt die Seele. Aber in dieser Welt, wir können springen. Zum Beispiel, gehen bedeutet, man hatte früher einen alten Faxgerät, die nur mit diesem besonderen Thermopapier, dann mit einem neuen Faxgerät, mit normales Papier. Das ist ein Gehen. Das ist ein Stehen. Kleiner Schritt. Gehen bedeutet, man hatte Faxgerät, jetzt hat man E-Mail. Hatte E-Mail, jetzt haben wir Smartphone. Das ist Gehen. Der Sprung. Ein Sprung zu machen. Das ist nur auf dieser Welt. Das hat Rabba, das hat er gesagt, die wusste. Und die wusste, sie waren zwar spirituell und hoch und alt, aber sie könnten nicht steigen. In dieser Welt manifestiert sich Gottes Wille. Wenn eine Jude in dieser Welt lernt Torah, wenn eine Jude in dieser Welt macht eine Mitzvah und macht es genau wie steht in die Torah, ist ein Riesensprung. Warum muss es genau wie steht in die Torah? Wir haben schon mal gesagt. Wenn einer schickt ein Mail und macht nicht die Zeichen, kommt die Mail an. Also wenn dein Mail ist, dein Vorname, Punkt, dein Nachname, und jemand macht die Mail ohne die Punkt,
Das ist doch egal, wer steht im Internet, steht nicht die Punkte, das ist doch egal. Hauptsache, dass die E-Mail-Adresse ist korrekt. Hat das nicht die Punkte, kommt das natürlich nicht an. Genauso, um die Schnittstelle, um die Energie von Gott zu bekommen, muss es genauso ausgeführt sein wie in Halacha. Deswegen in der Halacha gibt es manchmal große Diskussionen auf ganz kleine Dinge. Wie muss die Kerze sein? Und wie muss das Füllen sein? Und wie viel Matze, wie viel Gramm? Warum? Weil dort ist die Schnittstelle. Und das hat mir Rabbi gesagt. Du willst gehen? Lass die Zizit. Lass die Wuste. Und die Wuste kann man nicht gehen. Nur Spiritualität ist nicht die Ziel. Es ist schön. Dort bekommen Aufladen die Energie, dort bekommen die Batterien neu. Aber du willst in die Welt gehen. Nimm die Spiritualität, das hast du bekommen in die Synagoge. Nimm die Spiritualität, das hast du bekommen von die Tor. Und geh in die Welt und bring es in die Welt hinein. Das ist die Botschaft. Aber, wie wir sehen, es gibt stufenweise Wachstum. Stufenweise Wachstum, das ist stehen. Das ist kleine Stufe. Wusste. Und dann gibt es Welt. Was ist Welt? Bewegung. Guck dieses Bild. Wirst du das machen jeden Tag? Ja, die Mitzvah ist es. Das ist, was die Seele genau macht, und macht die Mitzvah. Wenn man physisch recht will. Wenn man nur dem Herz ist und macht ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen das. Aschene, der Chaye, der Gute. Schön. Go back. Das ist stufenweise Wachstum. Aber du willst es so machen? Das ist ein Mitzvah. Das ist nicht Wuster. Die Leiche, die Wuster, hat gesagt, okay, Leiche, die Wuster. Aber du willst es so machen. Das ist Gehen. Das ist diese Welt. Und das hat er damals gesagt, wie Text 12, Sascha, vielleicht musst du weiterlesen. Bevor eine Seele diese Welt betritt, ist sie ein Steher. Wie Eliyahu sagte, ich schwöre bei dem Gott von Israel, vor dem ich stand. Nur durch das Betreten eines physischen Körpers hier in dieser Welt, das Einnehmen der tierischen Seele und das Vollbringen von auf Handlung basierten Mitzvot, kann eine Seele zu einem Renner werden, was einem Emporstieg zu einem unendlich höheren Level bedeutet. Und jetzt haben wir, liebe Freunde, jetzt haben wir drei Geschichten decoded, entziffert, war die Wort, ja? Was ist die Lehre für uns? Und eine Frage bleibt noch offen. Weil die Geschichten sind so schön und die Anweisungen sind so wichtig, warum kann die Tora einfach nicht sagen? Warum müssen wir jetzt erzählen uns Geschichten wegen Fische und Leichen und Wälder und das und auch? Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist folgendes. Wie viele Antworten wollen wir haben? Vielleicht drei Geschichten, drei Antworten, oder? Okay. Aber der erste Grund ist, das ist die Zusammenfassung von der vorwärtsgerichteten Bewegung. Ein vorgerückter Zustand, die Seele und dann die Sprung. Die Seele im Körper, die Mitzvot, Kadima. Aus den drei Geschichten, wir haben viele Lektionen in unserem Leben. Wir haben die weißen Rand, die internen Herausforderungen. Wir haben die Fisch, die nur als Insel aussieht, nicht zu nur ausschließlich verlassen auf der Welt. Und wir hatten jetzt nicht nur Spiritualität widmen, sei nicht ein Steher, sei ein Geher. Aber es bleibt uns noch zu verstehen, aber es bleibt uns noch zu verstehen, die drei Geschichten. Eine Welle schlagen, die ein Feuer anhat, interne Herausforderungen. Eine fischige Geschichte, nicht nur zu verlassen auf den Insel, verlassen sich auf Gott. Die betrunkene Leiche in der materiellen Welt. Aber warum haben die Weisen beschlossen, diese besonderen, unglaublichen Ideen in Form von Codes und Rätseln zu übermitteln? Warum? Warum kann ich das offen? Der erste Grund ist, weißt du was, es ist interessant, wenn man hat die Geschichte, man versteht es nicht, ein Rätsel, man muss diskutieren, es ist interessant. Es macht es mehr Fokus. Hätte der Talmud die Botschaften ihrer Worten vermittelt, statt eine Metapher zu verwenden, hätte das dieselbe Bedeutung, frage ich euch. Okay, noch eine Geschichte. Tama hat gesagt, weißt du was, pass auf von internen Herausforderungen. Aber hey, eine Geschichte mit einer Welle, mit einer weißen Rahn, oh, das ist schon ganz anders. Das ist ganz anders. Seite Text 13, lassen Sie mal Text 13 sagen. Text 13 sagen. Wer will das lesen?
Seite 24. Damit es eingraviert ist in uns. So, wir sehen, aber warum die Metapher? Wir sehen, die Aufmerksamkeit ist einfach anders, wenn eine Metapher, die unverständlich ist, verwendet ist. Wir sehen auch die Anstrengung zu verstehen, weil es nicht wie heute. Heute, wir gucken alles, wir haben Art Scroll, Talmud oder was auch immer, alles ist dort raus. Aber stell dir vor, wenn es nicht so ist, man muss Mühe geben, man muss diskutieren, was ist die Botschaft. Heute haben wir alle Antworten bekommen, was über Jahrhunderte war diskutiert. Aber wir anstrengen, wir versuchen das zu internalisieren, was die Konzepte hier. Und schließlich, die alte Rebbe Chassidut gibt zu, dass die großen Geheimnisse in der Torah sind eben in die Agada, in die Erzählungen. Die Erzählungen sind nicht, wenn jemand nicht versteht, ist eine Erzählung, nein, Mensch. Im Gegenteil, die Chassidut sagt uns, im Gegenteil, die größten Geheimnisse der Torah sind hingewiesen in diesen Metaphern. Die Geheimnisse der Torah sind in die Agada tatsächlich versteckt. Und das ist dann die tiefe Bedeutung von dieser Grund von die Agada. Ich möchte nur sagen, wir hatten heute sehr knappe Zeit. Es gibt unheimlich interessante Zusätze zu die Shur heute in die Anhänge. Die Anhänge 1, 2, 3, 4, Sie können in dem Buch, wenn Sie es nach Hause nehmen, lesen zu Hause diesen Brief von die Drogenabhängige, sein Abschiedsbrief an seine Kokain ist unheimlich interessant und auch andere Dinge in die Anhänge, die folgen in dem Shiur. Lass uns aber hier zusammenfassen und weil du dann das angefangen kannst, auch die Schlüsselkernpunkte auch lesen. Seite 25. Ja. Nur die internen Herausforderungen ungesunder Größe können jedoch einen Menschen versenken. Viertens, Menschen versinken in selbstzerstörerischen Verhalten, weil sie dieses als harmlose Genüsse rechtfertigen. Alternativ rechtfertigen sie diese als Folge von einmaligen Umständen. Fünftens, wenn wir Herausforderungen begegnen, gehen wir effektiv mit ihnen um, indem wir a. ein verriebenes spirituelles Leben entwickeln, b. verstehen, dass Gott auf unserer Seite ist, und c. den Glauben darum behalten, dass wir von den Herausforderungen erlöst werden. Sechstens, Gott sichert das Überleben unserer Nation auf wunderbare Weise. Dieser übernatürliche Schutz ist bedingt durch unsere Anerkennung, dass es nur er ist, der unser ununterbrochenes Fortbestehen garantiert. Siebtens, auch als Einzelperson müssen wir anerkennen, dass Gott die wahre Quelle all unserer Segen ist, obwohl wir uns auf natürlichen Wegen anstrengen müssen, um diese Segen zu bekommen. Achtens, die Seele kann aus eigener Kraft die Leiter der Spiritualität erfüllen, doch kann sie sich nur durch das Erfüllen der Missworte in der physischen Welt mit dem Unendlichen verbinden. Vielen Dank. Das beendet die ersten Lektionen von Kurioser Erzählungen der Talmud. Wir werden immer in den nächsten 5 Wochen treffen, mit Ausnahme von nächster Woche, immer mittwochs. Nächste Woche wird ein Dienstag als Ausnahme um 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und alle 4 Wochen danach wird es sein mittwochs von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Wenn jemand möchte mehr in die Talmud hier tiefer einschauen, kann man auch machen. Ich bin auch, stehe auch jederzeit zur Verfügung. Das sind sehr interessanten, wirklich interessanten Themen. Ein tiefen Blick, was wir heute gelernt haben. Ich kann nur sagen, der dritte Teil über die Leiche ist geschrieben in Berlin. Ein Kommentar, was der Rebbe, als er in Berlin war, hat er für sich in seine Notiz geschrieben, war nie veröffentlicht, man hat es gefunden in seiner eigenen Notiz. Unglaublich, wir sehen als eine ganz merkwürdige Geschichte der Talmud solche tiefe ethischen Anweisungen für unserem Leben.